Hallo meine lieben Zuseher und willkommen zu einem neuen Bitcoin-Update und einem neuen Krypto-Update auf dem Kanal. Es ist der 29.05.2018 und beschäftigen uns heute mit der Frage, ob denn diese Trendumkehr schon valide ist, auf welche Punkte ihr achten solltet, vor allem auf welche kritischen Preislevel und welche Resistance Lines wir durchbrechen sollten, damit wir wirklich sagen können, diese Trendumkehr ist erstmal valide. Ich würde sagen, wir starten direkt damit los. Davon noch ein kurzer Hinweis auf meine Telegram-Gruppe. Den Link dazu findet ihr in den Kommentaren. Es würde mich mega freuen, wenn ihr reinschaut. Wir sind jetzt hier am Daily Chart und wir beginnen das Ganze natürlich wieder so beginnerfreundlich wie möglich. Ich versuche alles so gut wie möglich zu erklären. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Kritik habt, wenn ihr was nicht versteht, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bemühe mich wirklich, dass ihr das alle so gut wie möglich versteht, egal auf welchem Wissensstand ihr seid. Was wir gestern gesehen haben, wir haben uns gestern diese Supportline eingezeichnet, und wir haben gesagt, wir hätten hier noch Support und wir hoffen, dass es Support haltet. Was passiert ist, ist, dass wirklich der Bitcoin von diesem Support stark weggebounced ist. Also wir haben heute gesehen, dass dieser Support hier wirklich sehr stark gehalten hat. Wir haben hier einen Touch, und dieser Support ist jetzt schon sehr valide. Das heißt, in diesem Bereich sind, wie gesagt, sehr, sehr viele Käufer. Die Frage ist jetzt nur, ist das ein Dead Cat Bounce, also ein falscher Ausbruch sozusagen nach oben, oder ist das schon valide? Die Candle am Daily Chart sieht sehr vielversprechend aus. Die Candle am Daily Chart ist eine Bullish Engulfing Candle. Das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Mini Bounce, sondern die grüne Candle frisst die rote Candle schon auf. Kann auch damit zusammenhängen, dass gestern in den USA noch Feiertag war und dass die Aktivität am Markt heute erst wieder höher war. Das habe ich jetzt schon wirklich ziemlich oft beobachtet, dass wirklich an Wochenenden und Feiertagen gerade in den USA ziemlich wenig Bewegung am Markt ist. Das wäre jetzt mal Punkt 1. Der Support hat gehalten, das ist sehr positiv für uns. Von den Indikatoren her schauen wir uns erst den RSI an. Der RSI ist sofort weggebounced, dass wir wirklich in diesen kritischen Bereich gekommen sind von 30. Wir waren auf BitMEX knapp unter 30, auf 29, sind aber jetzt auch auf Bitfinex direkt von 30 hochgebounced. Also wie gesagt, ein sehr stark überverkaufter RSI bleibt beim Bitcoin-Chart normalerweise nicht sehr lange bestehen. Stoch RSI genauso, wir sind jetzt noch in dieser sehr bearischen Zone. Stoch RSI habe ich mit diesem Pfeil hier angezeichnet. Wenn das Stoch RSI wieder diesen Bereich hier bricht, vor allem auch diese Resistance hier, spreche ich auch beim Stoch RSI wieder von einem bullischen Movement. Wir müssen aber auf alle Fälle erstmal diesen Bereich hier brechen und danach natürlich auch dieses High, was wir hier geformt haben. Wäre gut, wenn wir beim Stoch RSI wieder in diesen Bereich gehen, weil ist jetzt schon eine Weile her, dass wir beim Stoch RSI wirklich in einem bullischen Bereich waren. Was machen wir jetzt? Wir switchen jetzt auf den niedrigen Timeframe, auf den 30-Minuten-Timeframe und ich zeige euch jetzt nochmal den Wellencycle. Jetzt wird es vielleicht wieder ein wenig komplizierter, aber ich versuche es trotzdem so gut wie möglich für euch zu erklären. Um das Ganze zu starten, fangen wir natürlich ganz von hier oben an, vom Start des Downtrends, das war bei 9900. Wir probieren uns jetzt hier die Struktur einzuzeichnen und machen das jetzt wirklich ganz simpel. Wir machen das einfach nach dem Gefühl, wo wir eben die Wellen sehen, so blöd wie es klingt. Wir sehen hier auf alle Fälle eine Welle A, wir sehen hier einen Spike nach oben, das heißt für uns ist das die Welle B und wir sehen die Welle C hier nach unten. Die Frage ist jetzt, wenn wir eine ABC-Korrektur nach unten sehen, dann erwarten wir natürlich eine neue Impulse-Wave nach oben. Müsst ihr euch vorstellen, das sieht dann ungefähr so aus, das heißt wir hatten diese 5 Wellen hoch und dann sehen wir immer eine ABC-Korrektur nach unten, die eben in dem Muster abläuft. Ist nicht genau eingetragen. Auf alle Fälle erwartet man nach dieser ABC-Korrektur eine neue Impulse-Wave nach oben. Das heißt, dass wir mit einem neuen Cycle starten, mit einem neuen 5er-Wellen-Cycle. Und diese Cycles sind in allen Wellen sozusagen auf den kleineren Timeframes nochmal vorhanden. Wir haben einen großen Cycle. Beim großen Cycle sind wir jetzt in der Welle 2, sprich in der Welle nach unten. Und wenn wir dann die Subwave 1 starten, ist es einfach eine Subwave 1 von 5 kleinen Wellen der großen Welle 3. Also das ist jetzt wirklich ziemlich basic erklärt, aber es ist jetzt auch kein Thema, was man wirklich ziemlich schnell erklären könnte. Was wir nach diesen drei Wellen nach unten versuchen, ist ein Breakout-Versuch nach oben. Das wäre jetzt der Versuch, diese Subwave 1 und diese Impulse Wave 3 eben nach oben zu starten. Das schaffen wir aber nicht, deswegen haben wir hier einen Wave Failure, also einen Fehlversuch der Welle. Da es ein Fehlversuch ist, tragen wir uns hier ein X ein. X steht für Failure, könnt ihr euch merken. Und was wir dann sehen, ist eine neue ABC-Korrektur nach unten. ABC. Die jetzt erstmal hier zu enden scheint. Was mache ich immer bei ABC-Korrekturen? Ich trage jetzt vorher noch das Ganze zur Vollständigkeit ein, denn diese Korrektur wird als W
XY-Korrektur bezeichnet. Das B wäre noch hier, aber das zeichne ich jetzt nicht ein. Auf alle Fälle haben wir hier das X und hier das Y. Also wenn ihr das googeln wollt, WXY-Korrektur Elliott Wave. Was ich bei so einer WXY-Korrektur eigentlich immer mache, ist, ich messe mir die ersten drei Wellen nach unten aus und schaue, wie weit es denn bei der nächsten Struktur nach unten gehen könnte. Im Regelfall targete ich immer eine 1-to-1-Extension. Das machen wir jetzt auch. Wir ziehen uns hier die Fibonacci Extensions runter, nicht die Retracements, die Extensions, und legen uns die auf den Endpunkt der Welle X. Seht ihr das? Hier abmessen, hier hoch und jetzt messen wir uns die gesamte Struktur aus. Es hat da jeder seine eigenen Vorangehensweisen, wie er die Wellen misst. Ein paar messen nur die Welle C aus oder messen die Welle A im Vergleich zur Welle C aus, können wir auch machen, aber ich messe im Grunde genommen immer den kompletten Cycle aus, um mir ein gewisses Bild zu schaffen, wie das nach unten gehen könnte. Und was wir jetzt sehen, ist wieder ein wenig Magic, denn wir treffen hier auch genau die 1-to-1-Extension in diesem Bereich. Das heißt, diese Struktur, dieses ABC nach unten war genauso lang wie dieses ABC nach unten. Wie das Ganze genau aussieht, machen wir hier jetzt nochmal, damit ich das euch wirklich so genau wie möglich erkläre. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Wenn wir uns jetzt hier die Extensions anziehen, Fibonacci Extensions, das ist dieses, diese Leiste hier drüben, dieses Symbol. Wenn wir das hier jetzt hochziehen und zur Welle 2 runterziehen, dann haben wir hier eine 1-to-1 Extension. Das heißt, diese Welle ist genauso lang wie diese Welle. Diese Welle hat dann, ich messe sie euch jetzt gerade noch aus, damit ihr das visuell auch besser erkennen könnt. Wenn wir diese Welle von hier unten abmessen, das wäre dann hier hoch. Wenn wir uns diese Box jetzt hierher ziehen, dann ist das genau die gleiche Länge wie diese Box. Was bringt das zu wissen? Wenn wir den Cycle erkennen, also wenn wir diese Wellenstruktur erkennen, auch auf niedrigen Timeframes, wenn wir sagen, okay, Welle 3 trifft die 1-to-1-Extension, dann wissen wir genau, wo wir unsere Positionen schließen könnten und wo wir eben auch Short gehen könnten oder eben die Welle 5 targeten. Weil man geht davon aus, oder laut Lehrbuch und laut gängiger Meinung bei Bitcoin, geht man davon aus, wenn die Welle 3 eine 1-to-1-Extension trifft, dann kann man die Welle 5 mindestens auch eine 161.8-Extension targeten. Genauso kann man mit den Fib Retracements eben abschätzen, wie weit eine Welle nach unten retraced und wo man denn seine Buy Orders hinlegen könnte. Die Wellen 2 retracen meistens tief, das heißt, sie nehmen einen Großteil der Gains von der Welle 1 weg, meistens in den Bereich 0,618, 0,786 rein. Inwiefern hilft uns das jetzt weiter bei der Welle 4? Wenn die Welle 2 viel retraced, dann retraced die Welle 4 im Regelfall nicht tief. Das heißt, if Wave 2 retraces a lot, Wave 4 will not. Also versteht ihr, was ich meine? Wenn die Welle 2 in den Bereich 0,618 retraced, dann heißt das im Regelfall, dass die Welle 4 maximal in den Bereich 0,382 retracen wird oder eben 0,5. Und was auch ganz wichtig ist, die Welle 1 ist starker Support von der Welle 4. Die Welle 4 darf nicht hier nach unten gehen, denn dann sprechen wir auch von einem Wave Failure. Nur damit wir mal die Elliott Wave Theorie ein wenig ganz basic, ja, mäßig aufrollen. Das wäre jetzt mal die Sichtweise von Elliott Wave. Wir haben jetzt hier wirklich sehr starken Support und sehr starken Boden gefunden. Müssen wir jetzt dann noch kritisch bleiben und uns fragen, ist das ein Dead Cat Bounce? Wie können wir das Ganze interpretieren? Was ich hier auf alle Fälle sehe, ist, dass wir hier noch starke Resistance haben. Seht ihr das? Wenn ihr euch fragt, warum kommen wir hier nicht weiter, dann könnt ihr erstens mal Trendlines ziehen. Und ihr seht ganz klar, wir haben hier dieses Problem, dieses Aufkommen zu brechen. Wir könnten auch hier vielleicht einen Channel anlegen, je nachdem, wie ihr das wollt. Wir können auch zum Beispiel diese Lines verbinden und diesen Channel nach unten anlegen. Dann hätten wir hier eine Art Channel, wobei der Channel jetzt unten wenig Touches hätte. Das müsste man dann auf dem 1-Stunden-Start genauer machen. Auf alle Fälle haben wir hier starke Resistance im Bereich 7400. Wir müssen 7400, also hier nach oben ausbrechen, bevor wir eben weiter nach oben planen können. Wir können das Ganze auch vielleicht hier verbinden. Können wir auch sagen, man hat die Touches hier. Hier ist erstens mal kurzfristig betrachtet starke Resistance. Das heißt, kein Kauf, und wenn ihr kauft, dann bitte mit tighten Stop-Loss, also sehr engen Stop-Loss, weil bevor wir diese Resistance nicht durchbrechen, können wir uns nicht nach höheren Zielen orientieren. Wo ist dann die nächste Resistance und wo ist dann wirklich starke Resistance vom Daily Chart? Das sehen wir uns auch jetzt an und da verbinden wir einfach wieder Linien. Ganz, ganz einfach. Ich lösche das vorher nochmal raus, damit man das auch besser sieht. Ich lasse das jetzt mal erstmal drinnen, weil es uns zu lang dauert. Wir haben jetzt hier auch noch Resistance vom Daily Chart. Wir haben jetzt zwar hier nicht ganz genau drei Touches, wenn man es ein bisschen enger anlegt, in diesem Bereich drei Touches, aber wir können euch sicher sein, dass hier starke Resistance sein wird. Das heißt,
Wenn wir jetzt hier wegbouncen und wenn wir jetzt diesen kleinen Support brechen, den ich euch gerade gezeigt habe, dann geht es mit ziemlicher Sicherheit in diesem Bereich hier hoch. Dieser Bereich wird das nächste Mal starke Resistance und hier sollten wir auch durchbrechen, damit wir von einem weiteren bullischen Szenario sprechen. Das Ganze kann man jetzt irgendwie auch als Symmetrical Triangle bezeichnen. Wenn ihr nicht wisst, was ein Symmetrical Triangle ist, könnt ihr das Ganze googeln. Im Endeffekt ist das eben dieses Triangle, wo wir gleichzeitig höher werdende Tiefs haben und gleichzeitig tiefer werdende Highs sozusagen, also Höhen. Es gibt auch noch eine Ascending Triangle. Eine Ascending Triangle ist ein eher bullischer Pattern. Eine Ascending Triangle ist ein aufsteigendes Dreieck. Das heißt, wir haben höher werdende Lows und gleichbleibende Highs. Das sieht man ziemlich oft auf den kleinen Timeframes. In diesem Bereich begibt sich der Kurs dann einfach hin und her und er ist dann einfach prädestiniert, irgendwie aufzubrechen. Weil meistens geht es dann einmal runter, einmal hoch. Und je öfter der Support haltet, desto valider ist der Support. Sprich, wenn ihr zum Beispiel jetzt diesen Cycle seht, könnt ihr euch mal eure Buy-Orders da unten einlegen, risikoreich, und die Buy-Orders hier unten drin lassen mit dem Setup zum Beispiel, dass ihr sagt, okay, ich habe jetzt gesehen, der Support hat gehalten, es sieht aus wie ein Ascending Triangle, nehme hier unten vielleicht noch einen Touch, damit es ein wenig valider ist, dann lege ich mir hier meinen Buy-Order rein, setze meinen Stop-Loss unter das Triangle und sage dann eben den Ausbruch des Triangles, der bestimmt dann kommen wird. Bei den meisten Ascending Triangles ist es so, außer wenn wir wirklich eine sehr bearische Phase haben, in einer bearischen Phase kann ein Ascending Triangle auch ein, ja, Continuation Pattern sein. Das heißt, wir gehen dann hier noch hin und her und irgendwann brechen wir bei den Ascending Triangles zu großer Wahrscheinlichkeit raus. Ist alles nur ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, aber Ascending Triangles ist ein sehr bullischer Pattern. Genauso haben wir hier jetzt dieses Symmetrical Triangle, wo wir eben hier raufgehen, hier runtergehen. Nur haben wir beim Symmetrical Triangle das Problem, dass der Ausbruch, zumindest wie ich es beobachtet habe, beim Bitcoin nicht wirklich hervorzuheben ist. Symmetrical Triangles habe ich einfach bei mir, also laut meiner Erfahrung, immer 50-50 gesehen. Teilweise brechen sie nach oben aus, teilweise brechen sie nach unten aus. Es ist immer bezogen auf das Marktsentiment. Wenn das Marktsentiment mehr bullish ist, brechen die Symmetrical Triangles auch eher nach oben aus. Aber Symmetrical Triangle ist für mich jetzt kein bullischer Indikator wie ein Ascending Triangle. Manche haben hier auch ein Descending Triangle gesehen, wenn wir uns diese Supports hier anziehen, weil manche sprechen jetzt hier auch von einem Triple Button. Wenn das ein Triple Button wäre, also ein Dreifachboden, dann müsste der Kurs mindestens hier unten aufschlagen, was ein sehr bearischer Pattern wäre. Ich meine, Triple Bottom ist natürlich an sich sehr bullish, natürlich, weil der Support hat dreimal gehalten, der Support wurde dreimal für valide erklärt, aber der Pattern an sich, wenn er Triple Boden, also Triple Bottom halten würde, wäre an sich bearish, weil wir dann ein Descending Triangle hatten. Und ein Descending Triangle würde dann so ausbrechen, dass wir uns hier nach unten bewegen, hier nach oben bewegen und dann im Endeffekt nach unten ausbrechen. Jetzt haben wir auch einen kleinen Exkurs zu Dreiecken gemacht. So, Bottomline vom Video. Ihr habt auf dem kleinen Timeframe die Resistance gesehen, die wir kurzfristig haben, die wir erstmal durchbrechen müssen. Die war jetzt im Bereich 4500 in dem Bereich. Diese kleine Resistance müssen wir auf alle Fälle durchbrechen, bevor wir von diesem Szenario ausgehen können, dass wir die 8900 wieder testen. Also das ist jetzt auf alle Fälle euer kurzfristiger Punkt, worauf ihr schauen müsst. Wir schauen, wie die Daily Candle closed. Wenn die Daily Candle heute wirklich als Bullish Engulfing Candle closed, dann haben wir wirklich einen sehr guten Wechsel des Momentums auf den Daily Chart und wir schauen uns dann gleich natürlich morgen an, wie die morgige Candle auf den heutigen Chart reagiert. Wenn die morgige Candle direkt in einem Abverkauf endet und diesen Support wieder testet, dann können wir davon ausgehen, dass es ein Dead Cat Bounce war. Also ihr wisst, ziemlich kritisch das Ganze noch zu betrachten. Wenn wir die Resistance nicht durchbrechen, wird es wohl oder übel nach unten gehen. Das heißt, ihr müsst einfach auf Confirmation warten und nicht zu sehr zu verhastelt reinspringen. Und ich würde sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Es ist jetzt 19.04 Uhr. Ich lade das Video gleich für euch hoch. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, schreibt mir gerne Kommentare, lasst mir ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technical Crypto.